Hallo und schönen guten Tag, liebe Messerfreunde. Ihr seht schon an der Verpackung, heute soll es wieder um ein TNT-Messer gehen, ein Toni Nicolas Tietzel. Und das wird geliefert in so einer Verpackung. Wollen wir es mal rausnehmen. Hier ist das gute Stück und dabei ist immer solch ein Zertifikat. Mal gucken, was da drauf steht. Zertifikat, handgefertigtes Messer von Toni Tietzel. Stahl ist der 1.2510, also der U1. Härte, die Klinge ist gehärtet auf 61 HRC, Hardness Rockwell. Und das Griffmaterial ist CFK. Halberstadt, den 8.6.2017, Toni Tietzel. Hier ist das Zertifikat, hier seine Initialen TNT, ein Lederstück, wunderbar gemacht. Jo, aber jetzt zum Messer. Hier ist das Messer und das ist das Messer vom Richie. Ich hatte das mal da oder ich habe es da und durfte mal damit arbeiten. Zuerst zur Scheide. Eine gewohnt sehr gut verarbeitete Scheide. Ohne Gürteladapter oder sonst wie was. Eine reine Stecklederscheide, so wie ich sie mag. TNT auf der Scheide. Toni Nicolas Tietzel. Schön punziert. Eine sehr saubere Arbeit. Und die nimmt das Messer auch sehr sicher und sauber auf. Jo, und jetzt kommen wir zu dem guten Stück. Also ich war begeistert von dem Messer. Nicht weil es jetzt dem Richie seins ist oder weil es ein Tietzel ist, sondern weil das Messer erstmal super verarbeitet ist und genau das macht, wozu das Messer gebaut wurde. Es schneidet. Ich habe es in der Küche benutzt. Und im Wald benutzt. Ich habe nicht mit Baton, dafür ist es nicht gemacht. Es ist ein reines Schneidgerät und das sagt der Toni auch. Ich werde jetzt, bevor ich auf die einzelnen Sachen eingehe, mal die Maße durchgeben. Und da hätten wir hier eine Gesamtlänge von 23,7 cm und auf die Klinge entfallen, wenn ich die mittlere Klingenlänge nehme, 12,3 cm und eine brauchbare Schneide haben wir hier von 11,3 cm. Die Klingendicke beträgt an der dicksten Stelle satte 4,3 mm und der Griff 16,5 mm. Ihr seht, das Messer wurde gebraucht, es hat schon Patina angesetzt, es hat eine sehr fein ausgeschliffene Klinge, einen schönen großen Radius, also ein Hohlschliff. Hier oben die Swatch, auch sehr sauber ausgeführt. Das zeichnet ja die Tietzelmesser aus, die saubere Verarbeitung, der Griff, wunderbar, ganz tolles Material mit einer kleinen Lanyard-Öse und einer Daumenauflage im Griff ohne Chimping, was mir persönlich sehr gut gefällt. Wofür Licht, da ist auch ein klein wenig Schatten, das muss ich also dazu sagen, etwas gefällt mir an der Schneide nicht. Und das werde ich ganz zum Schluss noch sagen. Man sieht hier die akkurat ausgeschliffen. Hier alles ist, da passt alles aufs Zehntel Millimeter. Da gibt es also gar nichts zu meckern. Da gibt es nichts Überstehendes. Sauber verschliffen, verdeckt, vernietet. Also die in den Griffschalen sind sogenannte Sacklöcher. Und wo die Nieten dann unsichtbar eingreifen, sodass der Griff auch beim sicher hält.
Wie schon gesagt, es ist ein Hohlschliff mit einem sehr großen Radius, was mir persönlich sehr gut gefällt. Man könnte mit dem Messer auch sicher batonen. Da habe ich gar keine Angst drum, aber es ist halt zum Schneiden gemacht. Und da möchte ich mal versuchen, mit meinem Messschieber hier mal hinter der sehr klein gehaltenen Sekundärphase mal die Klingendicke zu messen. Das ist mit dem Messschieber fast unmöglich, aber ich probiere es. Und da komme ich auf 0,4, 0,35 mm. Also eine sehr fein ausgeschliffene Schneide. Ich habe es jetzt noch nicht nachgeschärft. Ich habe es einmal übers Leder gezogen und mit 61 HRC sollte das auch eine anständige Standzeit haben. Die Swatch hier läuft genau bis auf den Punkt, wo dieser Daumenradius nach oben in den Klingenrücken übergeht. Genau dort hört die Swatch auf. Sehr sauber gemacht. Also ich bin da immer erstaunt und der Toni schleift das alles freihand. Auch hier am Ricasso, ich weiß nicht, ob man sieht, sehr sauber ausgeschliffen, diese Kantenbrüche, also wirklich tolle Arbeit. Ich bin immer wieder erstaunt, wie man so eine ruhige Hand und dann so eine tolle Arbeit abliefern kann. Ich will mal kurz ein Stück Papier nehmen. Mal gucken, ob es schneidet. Ja, es hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre. Ich habe das Messer also in der Küche benutzt. Ich war heute im Wald mit den Hunden. Da hatte ich es dabei. Ich habe ein paar Pilze abgeschnitten, ein bisschen geschnitzt damit. Alles Arbeiten, die man einem Messer, das zum Schneiden gebaut wurde, zumuten kann. Batont habe ich nicht, weil mir das Messer einfach zu schade ist, um da mit dem Prügel drauf rumzukloppen, nur um ein Stück Holz durchzuhacken. Da habe ich andere Messer. Die Griffhaltung ist, wenn ich mit dem Daumen hier oben in die Mulde fasse und der Zeigefinger hier vorne in der Rundung anliegt, wunderbar. Also da gibt es gar nichts zu meckern. Ich muss mal gucken, ob ich ein Stöckchen da habe. Werde ich mal kurz. Ja. Da habe ich doch einen getrockneten Haselnuss und da will ich jetzt doch mal ein klein bisschen schnitzen. Und das Messer funktioniert. Der Stock ist bestimmt schon 5, 6 Jahre alt. Und da kann man sehr feine Arbeiten mitmachen. Auch mit der Spitze vorn. Leichte kleine Curls. Da greift jeder Funke vom. Vom Feuerstiel. Also wunderbar, dass das funktioniert. Das ist ein Messer, das benutzt werden will. Ein super feines Schneideisen. Jetzt hier hinten noch, hier dieses Wedge hier oben ist ja nicht scharf und hier haben wir ein flaches Stück, wo wir beim Schnitzen durchaus den Daumen noch auflegen können, ohne dass es schmerzt. Es funktioniert oder hier weiter hinten. Einfach ein tolles Messer. Man muss natürlich dazu sagen, dass solch ein Messer auch seinen Preis hat. Ich bin da der Meinung, dass solch eine Arbeit auch honoriert werden muss. Jo, Leute, guckt es euch an. Ganz feine Arbeiten. Und jetzt noch mal kurz durchs Papier. Wo habe ich es hingelegt? Ich habe es natürlich zerknüllt, dann nehmen wir eben das hier. Ups, das geht natürlich jetzt nicht. Doch, es ist immer noch scharf. Also da gibt es nichts zu meckern. Jo. Wie ich meine, ein sehr gelungenes Messer. Und jetzt kommen wir mal zu dem Teil am Messer, das mir nicht so gefällt.
Und das ist hier hinten diese Schleifkerbe. Wenn die etwas kürzer wäre, sagen wir mal, ich muss mal kurz messen, wie lang das sie ist. Die hat in etwa 9 mm. Wenn die 3 oder 4 mm wäre, wäre das auch in Ordnung und ich käme mit der Schneider weiter zum Zeigefinger. Aber ansonsten gibt es an diesem Messer nichts zu meckern. Der Griff, große Klasse. Auch das Muster im Carbon, einfach eine Klasse für sich. Wunderbar. Jo, ein sehr gelungenes Messer, das der Toni da wieder gezaubert hat. Und wie gesagt, alles freihand. Geliefert wird es mit Zertifikat. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Ich danke euch mal fürs Zusehen, fürs Zuhören. Sehr schönes Messer. Es ist schade, dass die mich wieder verlassen müssen. Bis zum nächsten Mal, denn tschüss.